Hallo. Hallo, Hagen. Du siehst aus wie der böse Prinz. Der böse Prinz. Prinz Charming. Genau so. Prinz Charming. Die Haare, die Schuhe, die machen auch die Geräusche. Hast du einen Beruf? Ich bin Student. Was studierst du? Erst an der Stage School in Hamburg und habe das erste Jahr der Ausbildung gemacht. Mhm. Habe dann aber gemerkt, dass ich da einfach nicht so vorankomme, wie ich mir das vorstelle. Und, du willst Musiker werden, oder ja, was? Ja, auf jeden Fall. Oder, da komme ich auch nicht drum rum. Aber willst du eher so Musical-Darsteller werden? Das Ziel ist eigentlich eher Solokünstler zu werden, aber das Musical als Absprungbrett auch mitzunutzen, weil man da ja auch noch Schauspiel und Tanz mit dabei hat. Und deswegen du kannst tanzen, ne? Ja. Er ist halb Theologe, halb Travolta. An der Stage School in Hamburg, dort tanzt man, hat Gesangsunterricht und steppt. Ich bin nicht mehr an der Stage School in Hamburg, weil es mir viel zu tanzlastig war und meine Stärken und meine Leidenschaften eindeutig der Gesang und die Schauspielerei sind. Würdest du sagen, du bist eher der Sänger oder der Tänzer? Auf jeden Fall Sänger, 100%. Ja? Ja. Spielst du ein Instrument? Nee. Klavier und Geige. Also ich hätte auch einen Song dabei, Your Song von Elton John, mit Klavier, mit eigener Begleitung. Finde ich gut. Hast du eine Freundin? Nein. Keine Beziehung so? Nein, keine Beziehung. Fiona wollte nicht. Ich hatte noch eine bis Mai und jetzt aber nicht mehr, genau. Okay. Ja, und jetzt gucke ich erstmal, dass jetzt ich mich auf die Musik konzentriere. Ja. Aber ich meine, ich bin jetzt ja, wo du gesagt hast, du kannst Klavier spielen und My Song und so. Würde ich gerne hören, wenn das geht, oder? Gut, dann fange ich mit dem an. Sehr gut. Ich denke schon, dass sobald ich wirklich zeigen kann, wer ich bin, angefangen bei meiner Stimme über den Gesang bis hin zum Klavier oder wie ich mich anziehe, dass ich dann natürlich schon dann auch charming bin, das glaube ich schon, ja. Ich bin gespannt. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Hagen. Ich meine, das Wichtigste in der Musik ist ja so eine gewisse Authentizität oder Eigenständigkeit, ja? Ja. Das muss ja, du, ich will Hagen hören. Das ist ja 1960 oder so. Okay. Ja. Also, das muss so echt, weißt du? Ja, aber das ist dieses Musical-Schauspiel. Ja, das ist diese Scheiße, die bringen euch sowas bei, dieses Gekünstelte. Ja. Okay. Das ist für Musical geil. Ja. Da muss man ja so übertreiben und so. So, das ist aber im Poppen, heutzutage geht das gar nicht, ja. Okay. Sing einfach frecher aus dir raus und vergiss alles da irgendwie und singst so auf deine Art. Alles klar. Du bist eigentlich ein toller Typ, also das stimmt ja alles. Du kannst Klavier spielen, du hast ein bisschen Ausbildung. Alles ist gut. Ja. Du musst aber jetzt musst du nur noch deinen Weg, guck mal, wenn du da so guckst oder so, wenn ich ein Mädchen wäre, würde ich sagen, oh, der ist aber süß, ja. Du musst mich jetzt, das muss mich touchen, da, was du singst und nicht so wie so ein alter Opa da, ja. Okay. Ja. Was hast du noch für eine Nummer? Ich hätte noch Unstillbare Gier, also Tanz der Vampire, Musical-Song. Ja, aber das ist nicht... Oder? Und als drittes dann noch Elvis, Can't Help Falling in Love. Ja, mach den mal. Okay. Okay. Aber er ist ein guter Typ, so von der Optik oder nicht? Wise man. Say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? For I can't help falling in love with you. Okay. Thank you.
Du bist sowas von nicht zeitgemäß. Das ist der Wahnsinn, ja. Am liebsten würde ich dich in so eine Waschmaschine tun und dich auf den Schleudergang stellen, dass alles das rausgeschleudert wird, was man dir so beigebracht hat, dass du ein bisschen deinen Weg findest. Aber du bist als Typ, als Sänger und alles das einfach zu gut. Ich kann dir kein Nein geben, ja. Ja. Also ich glaube, dass sich viele gut finden werden. Ich würde dir Nein geben. Das wird vielleicht draußen keiner verstehen, weil du kannst ja was. Aber ich denke mir, wer kann gewinnen und wer kann wirklich erfolgreich werden später? Mhm. Das kannst du, aber in einem anderen Bereich, glaube ich. Okay. Ich glaube einfach, dass waren komplett die falschen Nummern, weil ich glaube schon, deine Stimme kann geil sein, okay, mit vielleicht anderen Songs und ich würde dir gerne eine Chance geben. Okay, danke. Eine gute Stimme hast du auf jeden Fall. Es ist halt sehr gut rauszuhören, dass du Musical machst. Ja. Das merkt man sofort, aber ich würde dir auch ein Ja geben. Danke. Gut, sag mal ja. Hier, Recall. Ja, danke. Du bist einer der wenigen, die auf der Stage School waren und hier einen Recall-Zettel gekriegt haben. Okay. Super, vielen Dank. Okay, danke dir. Jo, tschüss. Danke, ciao. Schön, dass du da warst. Recall, ja! Der hat sehr viel Potenzial, aber muss da sehr viel rauskitzeln und raussehen. Na, vielleicht gewinnt er dann den Plattendeal, die 100.000 Euro und die Tour mit Dieter.